Herzlich willkommen zum DLR Webcast. Der Spaceliner ist die Vision für ein zukünftiges Hyperschall-Transportsystem, mit dem Passagiere mit Raketenantrieb über interkontinentale Distanzen in sehr kurzer Zeit transportiert werden können. Sich den Spaceliner in etwa vorstellen wie das Space Shuttle. Es besteht aus zwei Stufen, das System, und wir haben eine große Boosterstufe, wir haben eine Passagierstufe, beide mit Raketenantrieb, die beschleunigen in weniger als 10 Minuten auf mehr als die 20-fache Schallgeschwindigkeit. Und danach befindet sich die Passagierstufe im Gleitflug und gleitet dann bis zu ihrem Ziel. Der Nutzen für die Passagiere des Spaceliners ist insbesondere, dass sie in sehr kurzer Zeit über sehr große Distanzen fliegen können. Das heißt zum Beispiel von Europa nach Australien in etwa 1,5 Stunden, und während wir heute um die 30 Stunden brauchen. Raketenantriebe entwickeln sehr viel Lärm. Deswegen müssen wir zu abgelegenen Gegenden gehen. Abgelegen kann aber heißen etwa 15 bis 20 Kilometer entfernt von bewohnten Gegenden. Das könnte zum Beispiel eine kleine Insel sein, das könnte eine Halbinsel sein. Und dann werden wir voraussichtlich über Meeresgebiete starten und zu unserem Zielort fliegen. Der Antrieb des Spaceliners sind Raketentriebwerke, die mit Wasserstoff und Sauerstoff arbeiten. Das ist eine Technologie, die wir im Prinzip heute schon haben, die beim Space Shuttle zum Einsatz kam, die bei der Ariane 5 zum Einsatz kommt. Wir sind heute in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wir denken, dass wir für die Spaceliner-Entwicklung, damit es auch sicher und auch kostengünstig betrieben werden kann, so etwa 30, 40 Jahre noch brauchen. Wir haben im Jahr 2005 mit den Arbeiten am Spaceliner begonnen. Wir nutzen eine neuartige Einrichtung des DLRs hier in Bremen, und zwar die Concurrent Engineering Facility, wo man einen gleichzeitigen Ingenieursentwurf mit modernen computergestützten Methoden durchführen kann. Und das haben wir zum Beispiel in den letzten 3 Jahren regelmäßig benutzt für unseren sogenannten Spaceliner Design Workshop. Wir werden in den nächsten Jahren hier im Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen, im Kryolabor, superleichte Tanks mit Kryogen, das heißt mit sehr kalten Flüssigkeiten betanken und enttanken und dann auch Schwappversuche durchführen. Wir werden gleichzeitig auch einige Versuche zum Beispiel zu Vibrationen von Subkomponenten durchführen. Das Spaceliner-Projekt interessiert mich sehr viel, auf dem Grund, weil ich muss selbst sehr oft nach Australien zurückfliegen. Und es ist ein ganz, ganz langer Weg, das dauert ungefähr 30 Stunden. Und von einem persönlichen Standpunkt, mit Spaceliner 90 Minuten zu fliegen, das wird richtig ausgezeichnet sein, auf jeden Fall. Ich heiße Olga Trivalo, ich komme aus Australien und ich mache meine Doktorarbeit bei der Abteilung Systemanalyse Raumtransport hier. Die Thema von meiner Arbeit ist so im Besonderen Cost Engineering, und das heißt so, wir versuchen zu Forschung zu machen über unterschiedliche Kostenmodelle und Methoden,
dann ist diese Methode, Modelle zu benutzen für Spaceliner. Es gibt drei Hauptkosten, so Entwicklungskosten, da sind sie sehr, sehr hoch normalerweise. Dann kommen die Produktion- und Manufacturing-Kosten und dann endlich die Operationskosten. Und wir benutzen hauptsächlich parametrische Methode, diese Zahlen zu erreichen. Am Anfang wird es sicherlich von den Flugkosten ähnlich liegen wie der Space Tourismus mit Virgin Galactic. Das heißt, es werden sich Firmen die Reisen leisten können. Langfristig streben wir an, dass es in etwa in dem Premium-Segment des heutigen Luftverkehrs angesiedelt ist. Ähnliche Systeme, basierend auf der Technologie des Spaceliners, könnten auch in den Orbit fliegen und damit zum Beispiel an die ISS andocken. Und das ist auch ein Teil der Vision, nämlich die Kosten des Raumtransports zu reduzieren, indem wir einen neuen Markt öffnen für den interkontinentalen Passagierflug. Dann können wir auch die Kosten für den Transport in den Weltraum reduzieren. Für mich bedeutet das, vielleicht ich kann am Wochenende oder so für Urlaub oder eine Woche zurück nach Hause fliegen und dann zurück nach meiner Arbeit in Deutschland. Das war der DLR Webcast.